Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Hallo, wie geht es euch, Prinzessin? Nichts macht mich glücklicher als ein Lächeln von euch, Peach. Tja, Pech gehabt. Ich bin in ziemlich schlechter Stimmung, du Monster. Alle meine Gäste sind deine Gefangenen. Du bist die größte Katastrophe, die jemals unser Königreich befallen hat. Ich sag dir was, ich werde erst lächeln, wenn alles wieder so ist, wie es war, bevor du aufgetaucht bist. Oh, das ist ganz schön viel verlangt. Ihr wisst, dass ich das nicht tun kann. Mario, dieser Heini, hat soeben die Koopa-Brüder und Tutankhamun geschlagen. Gut, sie waren zwar absolute Schwachköpfe, aber sie waren mir treu ergeben. Diesen Akt der Respektlosigkeit kann ich Mario nicht verzeihen. Doch diesmal muss er sich dem unbezwingbaren Tuba Blubber stellen. Er ist die stärkste Kreatur, die ich kenne. Nach mir. Ihr solltet Mario ganz schnell vergessen. Eure Boshaftigkeit. Wir haben ein Problem. Was ist los, Cappy Cooper? Was ist geschehen? Du bist ja völlig außer dir. Was? Der Stern ist aus Tuba Blubbers Schloss entkommen? König Bowser, bitte dämpft eure Stimme. Prinzessin Peach kann euch hören. Ja, stimmt. Berichte mir die Einzelheiten woanders. Twink, hast du das gehört? Jedes einzelne Wort. Der Stern muss entkommen sein. Hast du gehört, dass er dieses Toba-Boba-Ding unbezwingbar nannte? Das klingt nicht gut. Glaubst du, Mario kann dennoch gewinnen? Wir sollten versuchen, etwas über Tuba Bluba herauszufinden. Wenn wir irgendwas finden könnten, irgendwas über eine Schwachstelle, könnte das für Mario die Rettung sein. Gute Idee. Dann gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir in diesem Raum bleiben, werden wir nie etwas in Erfahrung bringen. Na dann, gehen wir doch mal wieder raus. Wir haben ja immer noch unseren kleinen Geheimgang hier vorne, hinter dem Kamin. Da stolzieren wir einfach mal durch. Tjo, Frage ist, wo gehen wir denn jetzt hin? Weiß ich, müssen wir wieder im Tagebuch lesen, einfach nur? Könnte natürlich sein. Ah, das Tagebuch ist nicht mehr da. Ah, da war Bowser natürlich pfiffig. Draußen stehen noch immer die Wachen. Sei vorsichtig, damit du nicht gesehen wirst. Oh, Metal Gear Peach. Keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach mal in irgendwelche Räume rein. I don't know, wo ich lang muss. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus, oder? Hier stehen auch Wachen. Vermutlich auch noch ziemlich viele. Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein. Okay. Ja, kann man sich denn einfach so an denen vorbeischleichen? Ja, ne? Ich meine, die haben hier so eine feste Route. Ja, da können wir dran vorbeischleichen. Also schön ganz leise sein. Kann ich denn hinter dem herlaufen? Ich glaube, das ist erlaubt, ne? Ah, sieh mal einer an. Das ist erlaubt. Oh, das ist ein Orden. Nein, ich wurde erwischt. Was, Prinzessin Peach? Ihr wisst, dass es euch nicht erlaubt ist, euer Zimmer zu verlassen. Es tut mir leid, aber ich muss euch zurückbringen. What? Muss ich jetzt komplett von vorne nochmal anfangen? Nein! Wie, die wird auf den Boden geschmissen? Was ist das denn für ein Verhalten? Bist du in Ordnung, Prinzessin? Haben sie dir wehgetan? Ich bin in Ordnung, danke, Twink. Das war einfach nur dumm. Ich muss vorsichtiger sein. Nächstes Mal wirst du es schaffen, Prinzessin. Ja, dann machen wir dasselbe nochmal. Oh, das ist abgekürzt. Schau mal einer an. Da waren die Entwickler freundlich und haben sich gesagt, ah, wenn man das versaut,
Müssen wir wesentlich immer den ganzen Weg laufen. Tjo, also jetzt mal ein bisschen mit mehr Bedacht. Sagte er und rannte einfach den Gang entlang. Jo, wo ist der denn? Ah, guck mal, da vorne läuft er. Okay. Sehr gut. Wir haben den Kampfwutorden erhalten. In einem Notfall erhöht sich die Angriffskraft um 2. Okay, der sieht uns da hinten auch eiskalt nicht. Okay, wir sind durch. Was haben wir denn hier? Da stehen ja 2. Hey, hast du schon von Meister Toba Blubber gehört? Man erzählt, dass er es liebt, Geister zu verspeisen. Geister wie? Meister Toba Blubber? Er lebt tief im Nimmernimmerwald, oder? Ich glaube, er bewacht dort einen der hohen Sterne. Ja, Meister Toba Blubber lebt in dem Schloss über der windigen Schlucht. Ich hörte, nahe des Schlosses liegen eine Villa und ein Dorf voller Geister. Soviel ich weiß, geht Meister Toba Blubber manchmal dorthin, um Buhus zu fangen. Und wenn er einen gefangen hat, schluckt er ihn hinunter, mit dem Kopf zuerst. Oh Mann, das ist mega gruselig. Jetzt traue ich mich nicht mehr, nachts alleine aufs Klo zu gehen. Ich werde Albträume bekommen. Warum musstest du mir das alles erzählen? Ich hörte auch, dass Meister Toba Blubber unbezwingbar sein soll. Niemand kann ihn verletzen. Man kann ihn nicht mal ankratzen. Er ist vielleicht sogar stärker als König Bowser. Stärker als König Bowser? Komm schon, das ist unmöglich. Selbst Meister Toba Blubber muss einen Schwachpunkt haben. Jeder hat einen. Ah, da hast du sicher recht. Ein anderes Gerücht besagt, dass Toba Blubber ein Geheimnis hütet. Es wäre sein Ende, wenn es jemand lüften würde. Ich wette, es hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Ich hörte, dass er früher alles andere als stark gewesen ist. Psst! Was, wenn Toba Blubber dich hört? Er würde uns beide verschlingen. Aber dennoch, was glaubst du, könnte wohl sein Geheimnis sein? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Deswegen ist es doch ein Geheimnis, du Halbhirn. Twink, Toba Blubber hat also doch einen wunden Punkt. Wenn wir ihn nur herausfinden könnten. Wie? Hey, hast du auch jemanden sprechen hören? Oh nein. Glaubst du, jemand weiß, dass wir hier faulenzen? Oh nein, Prinzessin Peach, wie seid ihr hergekommen? Es tut mir leid, das tun zu müssen, aber ihr müsst nun sofort zurück auf euer Zimmer. Zum Glück hat Twink es weggeschafft. Oh nein! Toba Blubber hat also eine Schwachstelle. Die müssen wir nur herausfinden. Irgendwo hütet er sein Geheimnis. Danke, Mario. Endlich kann ich in den Sternhafen zurückkehren. Mein Name ist Mama. Es freut mich, dich persönlich kennenzulernen. Du hast noch einen langen Weg vor dir, aber ich weiß, dass du Prinzessin Peach befreien wirst. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Hier, nimm dieses Geschenk. Marios Sternkraft erhöht sich auf 2. Mario erhält die Sternkraft Wiegenlied. Wiegenlied lässt alle Gegner in tiefen Schlummer sinken. Ruf mich, wenn du in Gefahr bist. Glaube an mich, Mario. Meine Kräfte sind gewaltig, denn ich bin einer der hohen Sterne. Unsere Kräfte werden stärker. Mach nur weiter so, Mario. Du musst die anderen Sterne so schnell wie möglich retten. Ich kehre einstweilen in den Sternhafen zurück. Wie es wohl meinem geliebten Sternhafen ohne den Sternenstab ergangen ist? Auf Wiedersehen, Mario. Ich gehe nun. Nice. Das war doch mal ein Abenteuer, oder? Ich hätte sehr viel Spaß gemacht. Nicht nur mit Peach, das kleine Mini-Abenteuer gerade. Sondern auch die Erkundung des Tempels, beziehungsweise die Erkundung der Ruinen, hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. So, jetzt erledigen wir aber noch ein paar Sachen, würde ich sagen. Zum einen gehen wir jetzt erstmal zurück auf den Weg. Fragezeichenblöcke ignoriere ich jetzt. Wo ist denn der Weg? Ach, da. Jin, wo ist denn die Maus? Hier hatten wir doch irgendwo eine Maus, die noch einen Brief bekommt. Wo ist denn die Maus? Da vorne, da ist sie ja.
Vor kurzem sah ich eine große Staubwolke über den nördlichen Teil der Wüste. Ich vernahm auch einen dumpfen Knall. Ich frage mich, was das wohl war. Hm? Habt ihr eine Vorstellung? Sind Sie nicht Tomati Maus? Mein Name ist Parakeri. Ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe einen Brief für Sie. Einen Moment, bitte. Da ist er. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Ein Brief von Mustafa? Ich kenne den Namen, aber ich kann mich nicht erinnern, zu welchem Gesicht er gehört. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Zustellung. Erstaunlich, dass ihr mich hier draußen gefunden habt. Das Reisen in der Wüste ist sehr gefährlich. Passt gut auf euch auf. Ach ja, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Zögere nicht, nimm ruhig. Ein weiterer Sternsplitter, Leute. So, jetzt gehen wir mal wirklich zurück. Und zwar in Richtung Bahnhof. Denn wir wollen natürlich zurück nach Toad Town. Wohin auch sonst? Dudidudidudidum. Irgendwann müsste doch auch dieses Koopa Camp hier wieder auftauchen, oder nicht? Ah, da vorne. Haben die eigentlich noch irgendwas zu sagen? Ach, was für ein Jammer! Noch immer nicht der Funke eines Hinweises! Ich bin so frustriert, dass ich am liebsten alles hinschmeißen würde! Wie traurig! Moment! Mario, das Artefakt, das du da in der Hand hältst! Sieht aus wie... Nun, es sieht sehr wichtig aus! Trügen mich meine Augen oder ist es ein Hinweis auf die staubtrockenen Ruinen? Mario, alter Kumpel, bitte! Würdest du es mir überlassen? Ach, das Artefakt, das haben wir in den Ruinen gefunden? Na komm, hier, kriegst du geschenkt. Ein Hoch auf Mario, umwerfend, alter Junge. Schon bald werden sich die staubtrockenen Ruinen aus dem Sandmeer erheben, das sie verbirgt. Als der brillante Archäologe, der ich bin, kann ich sagen, dass es einfach so sein muss. Ich glaube, eine kleine Anerkennung sollte mir das schon wert sein, alter Junge. Hier, da hast du. Nice, noch ein Sternsplitter. Nun hast du auch den Zauber der Wüste erfahren. Labe dich an der Erinnerung daran, alter Junge. Also Sternsplitter sammeln läuft auf jeden Fall bei uns. Da haben wir schon relativ viele zusammen tatsächlich. Sieht man irgendwo, wie viele Sternsplitter man gerade hat? Ah. Sternpunkt. Ach da, Sternsplitter. 15 Stück haben wir schon. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir speichern jetzt noch einmal. Und ja, dann wie schon gesagt, gehen wir mal zurück zum Bahnhof. Da war doch auch irgendwo noch ein Block, den wir mit dem Hammer zerschlagen konnten. Irgendwo war ein kleiner Block. Ich glaube, ganz am Anfang hier irgendwo. Was ist eigentlich aus unserem bayerischen Geier geworden? Da hinten ist er nicht mehr. Naja. Ah! Nee, den Gegnern weiche ich jetzt aber aus. Erfahrungspunkte brauche ich nicht mehr. Ich habe genug Erfahrung. Bin ein sehr erfahrener Mario. Moment, den Knospi, den hatten wir ja schon, ne? Hatten wir uns den Samen besorgt? Ja, ich glaube, den haben wir, ne? Oh, ich guck doch einmal in die Gegenstände. Da, Zaubersamen. Ja, 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 den hatten wir. Du-di-du-di-du. Boah, ist ein ganz schön langer Rückweg. Alles voll mit Montys hier. Ah! Nein, jetzt bin ich echt gegen Gegner noch gelatscht. Ach, na komm, dann machen wir die mal eben fertig. Na, trotzdem halten die noch ganz schön viel aus, die Viecher. Beziehungsweise, wir machen nicht genug Schaden, um die irgendwie instant zu killen oder so. Oh, jetzt kommt der Bonus, oder was? Na toll! Bisschen spät. Hätten wir beim Endboss mal gebrauchen können. Bei dem Tutenkooper, oder wie der hieß. Tutenkooper. Naja. Jo, Mario ist auf jeden Fall glücklich. Du. Kommt mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Das letzte Mal hier waren. Aber ist es eigentlich gar nicht so lange her? Naja. Hier haben wir Parakeri kennengelernt. Na komm, da heilen wir uns nochmal. Ah,
hier ist der Stein, den ich meinte. Und, was kriegen wir als Belohnung? Ach, noch so ein Upgrade. Ja, wen graden wir denn ab? Ach komm, Bombett. Bombett wurde in den Superrang aufgestuft. Na super. Ach Bombett, dann soll die uns mal ein bisschen begleiten. Darf jetzt mal hier so ein bisschen an unserer Seite entlanglaufen. Normalerweise nehme ich die ja nicht so oft. Beziehungsweise sieht man, welche Fähigkeit die dazu gekriegt hat irgendwo eigentlich? Fähigkeiten prüfen. Ah, Powerbombe, eine Explosion, die alle Bodengegner trifft. Nice, dann könnte Bombett jetzt sogar so ein bisschen Koopa ablösen. Ja, wobei, der Powerpanzer kostet halt nur 3. Powerbombe kostet schon 6. Ach, I don't know. Probieren wir es einfach mal aus. So. Guten Tag, mein Herr. Dieser Zug fährt nach Toadtown. Wollen Sie einsteigen? Ja, sicher. Und so fahren unsere kleinen Helden zurück nach Toadtown. Achtung, der Zug nach Toadtown fährt nun ab. Und schon sind wir wieder zurück, Leute. Wir sind wieder in Toadtown. Hui. Waren wir lange weg. Sehr schön. Toadtown, Toadtown. Oh, dann können wir uns hier erstmal ein bisschen umgucken. Hat sich denn hier irgendwas verändert? Hier unten irgendwas anders? Nö. ja, was machen wir denn jetzt? Wir können uns auch tatsächlich noch ein bisschen umschauen. Wir könnten jetzt ins Casino gehen zum Beispiel. Wollen wir einmal dieses Casino-Minispiel ausprobieren? Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal direkt. Das letzte Mal, als wir hier waren, hatten wir nicht genug Münzen dabei. Aber jetzt müsste das möglich sein. Also, Casino! Schönen guten Tag. Das hier ist die Doing-Attacke. Lass mich kurz die Regeln erklären. Gleich werden 11 Blöcke in der Luft erscheinen. Wenn du einen von unten anspringst, erscheint eine Tafel. Es gibt 4 Arten von Tafeln. Die Anzahl der Münzen, die du bekommst, hängt von der Reihenfolge ab, in der die Tafeln erscheinen. Das ist eine 1-Münztafel, eine 5-Münztafel, eine mal 5-Tafel und das ist eine Bowser-Tafel. Wenn du sie findest, heißt es leider Game Over. Schaffst du es, die 9 Blockoptionen zu meistern, werden deine Münzen verdoppelt. Die Regeln stehen auch auf dem Brett da drüben. Wenn du erstmal gespielt hast, wirst du es schon verstehen. Vielleicht willst du es ja mal versuchen. Ein Spiel kostet 10 Münzen. Wie wär's? Okay, machen wir einfach mal so ein Spiel. Versuche 5 Blöcke zu treffen. Achtung, fertig. Doing. Attacke. Nice. Wie, direkt Bowser hier oder was? Schwarzer Peter, Game Over. Nee, das machen wir jetzt nochmal. Kann nicht wahr sein, dass ich direkt hier den Bowser bekomme. Was soll das denn? Nein! Hallo? Ne, das machen wir jetzt so lange, bis wir das geschafft haben. Erstmal die ganzen Münzen hier verzocken. Ja, da sieht man, dass Glücksspiel nicht gut ist. Also, kein Glücksspiel, Leute. Lasst die Finger vom Glücksspiel. 2 Versuche machen wir noch. Versuch Nummer 1. Wir haben es geschafft. Unbelievable. Die 5-Block-Option wurde gemeistert. Du erhältst 35 Münzen. Na, das hat sich doch so halb gelohnt. Okay, jetzt will ich mal wieder nach oben. Nicht
nicht spielen. Okay. Ja, theoretisch kann man hier seine Münzen ganz gut aufstocken. Theoretisch, faktisch gesehen. Seht ihr ja, es ist so glücksabhängig, dass es eigentlich schon wieder Schwachsinn ist. Tjo, mit dem Knospi hatten wir, glaube ich, schon gesprochen, ne? Ja, genau. Da hatten wir uns schon einen Samen besorgt. Ach so, genau, also den Samen, den können wir jetzt zum Beispiel jetzt mal eben hier vorne abgeben. Bei der jungen Dame, die immer wieder dasselbe erzählt. Die Samen sind Teil einer uralten Geschichte. Kannst du alle vier der verschiedenfarbigen Knospen loben, wird sich ein Wunder ereignen. Ich frage mich, was geschehen wird. Ich kann diesen Tag kaum erwarten. Da hast du ihn. Einen weiteren Samen. Was ein Samen für mich. Danke, das freut mich. Doch, es wäre schon cool, wenn wir alle Samen zusammen bekommen. Zwei Stück fehlen uns noch. Aber wir können hier so viel machen. Wir können auch in den Orden laden. Erstangriff. Ein schwächerer Gegner wird durch einen Erstangriff besiegt. Vermeider. Macht es dir leichter, einem Angriff auszuweichen. Verlängert die Strecke, die Mario wirbeln kann. Oh, was? Das nehmen wir. Ah, ist direkt her damit. Können wir mehr wirbeln? Den nehme ich auch. Okay. Also dieser Ordenshändler ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Jo, was rüsten wir denn jetzt aus? Beziehungsweise, was ziehen wir wieder... Ziehen wir wieder aus, damit wir was ausrüsten können? Speedwirbel, ach, der kostet einen. Verdammt, jetzt habe ich nicht mehr genug für den... Vermeider. Oh, kann ich noch irgendwas ausziehen? Powerdouts finde ich aber eigentlich ganz gut. Das hier auch. Ach, okay, dann lassen wir das jetzt erst einmal so und beim nächsten Level up leveln wir nochmal die Ordenspunkte und dann ziehen wir noch den Vermeider an. Den halte ich nämlich wirklich für sehr, sehr gut, den Orden. Boah, unser Wirbel ist ja viel besser. Schaut euch den mal an. Crazy. Boah, sind wir schnell jetzt. Sehr gut. Jo, dann gehen wir jetzt mal ins Postamt. Wir haben sicher auch neue Post bekommen. Ah ja, Mario, hallo. Nun, du hast Post bekommen. Welchen Brief möchtest du lesen? Oh, Bombett hat Post gekriegt. Und zwar... Staubtrockene Bahn? Brief an Bombett von der staubtrockenen Bahn. Hier, bitte. Liebe Bombett, wir schreiben diesen Brief an dich, der wertvollsten und explosivsten Bombomb, als bescheidene Anfrage. Zwar dauert es noch etwas, aber wir planen eine große Eröffnungsfeier für eine neue Teilstrecke zu halten. Wir denken, dass dieses Event zu einem Knaller wird, wenn wir auf deine explosive Hilfe zählen dürfen. Die Leute lieben Feuerwerk. Wir werden uns nochmal bei dir melden, wenn dein Abenteuer zu Ende ist. Hochachtungsvoll, staubtrockene Bahn, Transportabteilung. Sehr freundlich. Parakeri hat auch Post bekommen. Davon Waka. Waka-u, hier ist Waka. Herr Parakeri, von meinem schattigen Plätzchen aus sehe ich sie immer über den Klippenberg fliegen. Es muss schön sein, an einem sonnigen Tag durch die Luft zu segeln. Sie müssen mir mal davon erzählen. Ich wünsche mir von den Sternen, dass sie niemals vom Himmel fallen. Waka vom Klippenberg. Wie nett! Oh, jeder hat hier schön Post bekommen. Sehr schön. So, jetzt leg ich die Briefe doch mal weg. Ich will hier weg. Tja, was machen wir denn jetzt? Erstmal nehme ich Bombett wieder als Partner. Genau, also wir waren in der Post, wir haben den Samen abgegeben, wir haben zwei Ördenchen gekauft, wir waren im Casino. Ist sonst noch irgendwas Interessantes, was wir machen können, bevor wir jetzt ins nächste Kapitel laufen? Ach so, stimmt. Ah, Moment, wir können hier mal runtergehen. War da unten nicht noch ein Bereich, den wir das letzte Mal nicht betreten konnten? Meine ja. 20 von 20. Wir sind auch voll geheilt. Ach, wir gehen jetzt einfach mal hier runter noch. Das schauen wir uns nochmal eben an. Hier nach links können wir doch jetzt, oder nicht? Ja, genau. Blooper! Tatsächlich, ein weiterer Blooper wartet hier auf uns. Okay. Komm hier, Donnerblitz für dich. Pikachu!
Okay. Jetzt scannen wir erstmal mit Gumbario. Nein! Ich habe die Verteidigung schon wieder nicht geschafft. Was soll das denn immer? Nochmal! Pikachu! Donnerzorn! Keine Ahnung, wofür habe ich die gekauft? Ich setze jetzt einfach ein paar Mal ein. So, jetzt wird aber gescannt. Das ist ein Sub-Looper. Er ist elektrisch aufgeladen. KP 50, Angriff 4, Verteidigung 0. Ein Hinweis, wenn er Elektrizität abgibt, dann ist es ratsam, den Kontakt mit ihm zu vermeiden. Wenn du ihn verletzt, während er Elektrizität abgibt, wird er wieder normal. Seine Angriffskraft steigt im aufgeladenen Zustand auf 6. Wir sollten vorsichtig sein. Was meinst du, Mario? Ja, sehe ich genauso. Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt lacht er auch noch. Okay. Keine Ahnung, ich blute jetzt weiter in den Donnerblitz. Das war's auf jeden Fall mit seiner Aufladung. Komm, du gehst jetzt aber mal zu Parakeri. Über. Mit Bombette können wir nämlich nicht angreifen. Oh, schon wieder dieser komische Tintenstrahler. Tintenstrahldrucker. So, komm, hier Sprung, Powerhüpfer. Ach, verdammt, nicht hingekriegt. Ah, das macht 6 Schaden, also damit kriegen wir den definitiv down. Oh, jetzt lädt er sich schon wieder auf. Ja, wobei, da kann Parakeri ja immer seinen Panzerwurf eigentlich direkt machen. Danach war es auch schon wieder mit der Aufladung. Also der Kampf ist auf jeden Fall einfacher als gegen den ersten Blooper, den wir hatten. Da wusste ich gar nicht, was ich machen muss. Also da war ich irgendwie deutlich verwirrter. Jo. Nochmal 6 Schaden. Ja, das wird's. Okay, 7 AP hat er noch übrig. Oh, jetzt lädt er sich schon wieder auf. Hallo? Können wir denn noch irgendwas machen? Ja toll, ich kann auf ihn draufspringen, will ich aber nicht. Nehmen wir mal die Erfrischung. Setzen wir sie einfach mal ein, die gute Erfrischung. Dann können wir nämlich nochmal den Panzerwurf auch einsetzen. Und jetzt hat er noch 1 HP übrig. Dann brauche ich mir bei dem Action-Kommando auch endlich keine Mühe mehr geben. Jetzt brauche ich es auch gar nicht erst probieren, es hinzukriegen. Los, also, Sprungattacke auf den Blooper. Und schon liegt er auf dem Boden und wir kriegen 22 Sternenpunkte. Wow, ein Schalter und nur? Okay, bei mir Röhren freigeschaltet. Es geht hier aber noch ein bisschen weiter. Was ist das denn, kleiner Schneemann? Schneepuppe. Eisiger Überraschungsangriff für alle Gegner. Angriffskraft 4. Ah. Okay. Keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Da oben sind auf jeden Fall noch Gegner. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, überall sind hier Gegner. Hallo? Keine Ahnung, wo man hier wirklich lang muss. Ah, hier kann man sich nach oben bringen. Bis da hinten kommen wir nicht. Aber hier können wir uns drüber tragen lassen, oder nicht? Ja, so ganz knapp geht das. Hey, ein Sternsplitter! Sehr schön. Also diesen Untergrund hier, den sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen erkunden. Und das machen wir auch, aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Part von Paper Mario. Euer Huxel. Ciao!